Ansprache an Millionäre. Warum wollt ihr so lange warten, bis ihr euren geschminkten Frauen und euch und den Marmorpuppen im Garten eins über den Schädel hauen? Warum wollt ihr euch denn nicht bessern? Bald werden sie über die Freitreppen drängen und euch erstechen mit Küchenmessern und an die Fenster hängen. Sie werden euch in die Flüsse jagen. Sinnlos werden dann Schrei und Gebet sein. Sie werden euch die Köpfe abschlagen. Dann wird es zu spät sein. Dann wird sich der Strahl der Springbrunnen röten, dann stellen sie euch an die Gartenmauern. Sie werden kommen und schweigen und töten, niemand wird um euch trauern. Wie lange wollt ihr euch weiter bereichern, wollt aus Geld und Papieren Rollen und Bündel und Barren speichern? Ihr werdet alles verlieren, ihr seid die Herren von Maschinen und Ländern, ihr habt das Geld und die Macht genommen. Warum wollt ihr die Welt nicht ändern, bevor sie kommen? Ihr sollt ja gar nicht aus Güter handeln. Ihr seid nicht gut und auch sie sind's nicht. Nicht euch, aber die Welt zu verwandeln, ist eure Pflicht. Der Mensch ist schlecht, er bleibt es künftig. Ihr sollt euch keine Flügel anheften. Ihr sollt nicht gut sein, sondern vernünftig. Wir sprechen von Geschäften. Ihr helft, wenn ihr halft, nicht etwa nur ihnen. Man kann sich, auch wenn man gibt, beschenken, die Welt verbessern und daran verdienen. Das lohnt doch, darüber nachzudenken. Macht Städten fruchtbar, befehlt, legt Gleise, organisiert den Umbau der Welt. Ach, gäbe es nur ein Dutzend Weise mit sehr viel Geld. Ihr seid nicht klug, ihr wollt noch warten. Uns tut es leid, ihr werdet's bereuen. Schickt aus dem Himmel ein paar Ansichtskarten, es wird uns freuen.